Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Ja, warum ich hier stehen geblieben bin und warum die Zeit zurückgespult ist, ich habe mal offscreen mal ein bisschen was probiert und die Zeit zwischenzeitlich mal zurückgespult, die Rubine abgegeben und alles, was ich so mache, jedes Mal, wenn das passiert. Und ich weiß, wie man an diese blöde Feder kommt. Normalerweise so, ich spule das mal zurück, weil wenn wir das schon haben, dann sollen wir es auch angenehmer haben. Ja, also, Mann, jetzt habe ich nicht da durchgeglitscht. Zumindest ging das eben so. Ich hey, jetzt wahrscheinlich total. Ja, jetzt haben wir die Fee. Okay. Eine vierte Fee. Dieses Nummer 1. So. Dann wollen wir mal weiter gucken. Ich habe nicht weiter geguckt in diesem Spiel, weil ich nicht genau weiß, wo es hier weitergeht, habe ich mal einfach mal ein bisschen umgeguckt und dann fiel mir das auf, dass man da locker mit der Fähre rüberspringen kann. Aber den Rest gucken wir uns jetzt am besten an mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Ja, also im letzten Part haben wir halt das hier alles geguckt und ja, diesmal gucken wir weiter. Und ich wiederhole mich schon wieder, war wiederhole ich mich immer, das ist unfair. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so genau vorbereitet, worüber wir heute reden könnten. Ja, auf jeden Fall habe ich, Mann, ja, also zumindest habe ich heute die ganzen YouTube-Thumbnails für meine Videos, zumindest die meisten, habe ich jetzt manipuliert. Ups. Habe ich halt Thumbnails draufgeklatscht auf die meisten Videos, sogar auf meinem alten Kanal. Auf meinem alten Kanal habe ich so geguckt mal wieder. Und da wäre es ganz akzeptabel, wenn ich da noch 4 Videos zumindest hab raushauen könnte. Vielleicht merke ich das sogar noch. Ich muss mal überlegen, wie ich das mache, ob ich euch zeige, wo Herzteile sind oder so. Weil das Projekt ist schon jetzt ein ganzes Stückchen her. Den Save-State habe ich sogar noch, danke an Happy. Ich habe den nämlich nicht mehr gehabt, weil ich hatte ja zwischenzeitlich den Bundestrainer. Deswegen ist mein hier Feuerrot-Spielstand auch weg. Moment, war ich da schon? Muss ich mir eben nachgucken. Deswegen ist mein Majora's, ja, mein Ocarina of Time und meine anderen Spielstände halt okay. Warum ich nicht auf den offensichtlichen Weg wie den hier? Keine Ahnung. Okay, was bist du? Taya? Das ist ein Krabbelratte. Nimm dich vor ihren explosiven Berührungen in der Nacht. Haben wir. Wir müssten noch irgendwas haben. Natürlich sind die Bögen alle. Dann müssen wir. So. Mal einen Ruckler auslösen. Aber der Ruckler ist ja jetzt wieder weg. Und hier drinne ist was? Dein ist zumindest eine Fee. Okay. Baukarte erhalten. Das ist schon mal schön. Weil Karten sind eigentlich äußerst praktisch. Ich als damaliger Zelda-Spieler habe natürlich damals immer was anderes gehabt. Da haben mich die Karten gar nicht so richtig interessiert. Außerdem hat mich Zelda damals allgemein nicht so groß interessiert. Ich war mehr der Pokémon-Typ, bin ich heute immer noch. Ich spiele beides liebend gerne, Zelda und Pokémon, aber Pokémon lasse ich im Moment mehr den Vortritt. Mann, ich muss doch da irgendwie. Ja, eigentlich könnte man das doch da oben wieder auftauen mit so einem Feuerpfeil, aber ich habe weder Feuerpfeil noch sonst was. Gehen wir mal nach der Karte. Also, wir sind hier. Da oben sollte so eine Schatztruhe sein. Okay. Ups, okay, also hier ist das zumindest der Endboss. Da ist das. Also wenn wir da wieder runtergehen, können wir wieder anders. Oder ist es eine Tür von hier aus? Und da unten ist auch noch was. Ach, wir gehen einfach das Teil erkunden hier. Wird schon nicht so schlimm sein, wenn wir hier ein bisschen erkunden. Da oben könnte man hin irgendwie. Und ich glaube, das Auge da oben verrät uns auch, was das diese Dungeon-Item ist. Ihr wisst es schon, ja, meinetwegen, wenn ihr es schon wisst, ist okay.
Ich guck mal, ob ich dieses Jahr alles am Stück aufnehmen werde, weil Zelda muss mal wieder ein Stückchen aufgenommen werden. Danach kommt noch Pokémon nach 5 Parts ungefähr, weil ich brauche für nächste Woche was. Nächste Woche fängt für mich am Donnerstag wieder die Schule an. Ich freue mich nicht gar nicht richtig drauf. Ist eine neue Schule, Berufsorientierungsschule heißt es hier. Ich weiß nicht genau, was ich werden will später. Das ist so mein Problem und deswegen und vom vielleicht späteren YouTube kann ich mich auch nicht komplett ernähren, sagen wir so. Und deswegen würde ich sagen, dass ich halt dieses eine Jahr mache da. Und ja, Mann, nicht mehr failhaft hier. Okay. Ich bin noch nicht ganz mit der Spielmechanik von Goron vertraut. Ich habe das Spiel ja nicht durch oder so gehabt. Ich weiß auch nicht genau, was für Fähigkeiten noch kommen werden. Doch, der eine weiß ich, zwei weiß ich noch. Einmal weiß ich noch diese komische dunkle Maske. Und einmal weiß ich noch die Sora-Maske, die es hier noch gibt. Daran kann ich mich erinnern, weil ich das ja auch für meinen Thumbnail habe. Aber ob es sonst noch Fähigkeiten gibt, weiß ich gerade ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Naja, wird schon schief gehen. Da unten finde ich da unten irgendwas. Ja, da unten ist auf jeden Fall was. Ups. Aua. Ja, da ist zumindest eine Tür. Ich bin mir auch gerade gar nicht so sicher, ob wir das letzte Mal hier waren und da geht's auch noch weiter. Ich glaube, wir waren hier aber schon einmal. Ich gehe mal mich hier ein bisschen umgucken. Da geht's hoch. Okay. Dann geht's da hinten irgendwo vielleicht weiter. Auf jeden Fall ist da ein Schalter für Goron Link. Wahrscheinlich. Und es ist eine Truhe. Bitte, bitte. Okay, eigentlich wollte ich das jetzt nicht, aber ich will auch die Truhe öffnen, Mann. Bam. Ohne Fee. Nee, 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 meine Fee. Nummer 3, okay. Was ist hier wohl? Auf jeden Fall. Hier hören wir auch im Tempel natürlich die ganzen Geräusche von. Auf jeden Fall ist da was für Deko-Link. Es kann gut sein, dass ich gerade dieselben Wege gehe wie sonst auch, aber das stört hoffentlich nicht so dolle, dass ich mich ein bisschen verlaufe in diesem Spiel. So, okay. Oh, Pfeile. Oh mein Gott, das ist Pfeile. Ist schön. Okay, was kann ich hier noch machen? Da kann ich zumindest nicht. Was ist das denn? Das war doch unten auch, oder? Hab's. Auf jeden Fall ist da eine Fee. Haben wir einen Behälter oder haben wir schon eine Fee? Wir haben noch keine Fee, okay. Flupp, ich komm her. Danke. Ja, platziere. Moment. Okay. Hier ist definitiv nichts. Hier finde ich gerade auch gar nichts. Okay. Ach, wir sollten die Fee vielleicht erstmal wegstecken, bevor im nächsten Moment noch die Fee hier deaktiviert wird. Okay, was können wir hier denn Schönes machen? Das würde mich jetzt echt interessieren, was man hier so Schönes machen könnte.
jeden Fall werden wir gerade verfolgt. Auch wunderbar, dass wir verfolgt werden. Wir sind halt gefragte Superstars. Link ist natürlich immer da. Okay, hier ist der Weg. Okay. Moment, kann ich die vielleicht mit einem Pfeil treffen? Oh ja, ich kann sie mit einem Pfeil treffen. Das ist wunderprächtig. Mann! Oh Gott, Link. Kann ich irgendwie mit der hier ran? Was macht die Feder da oben? Hä? Da. Okay, noch einer. Okay. Flop. Okay, meinetwegen. Jetzt brauchen wir wieder den Boron. Super, dieser Wechsel hier in dem Spiel. So. So. Wieder ab damit, weil wir nämlich gleich den Seiteneingang nehmen. Mal gucken, ob da irgendwas ist, was wir schön machen können. Und noch kommen wir hier nicht wirklich weiter. Noch zeigt das Spiel keinen Fortschritt für mich. So schön finde ich das jetzt nicht, aber na gut. Wir werden es schon. Dieses Let's Play wird beendet und dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, hier geht's nicht weiter. Okay, weg hier. Goronmaske an. Okay. Okay, dann stellen wir uns mal hier hin. Rollen. Mann, letztes Mal hat's auch geklappt. Letztes Mal kann ich da so durch, obwohl das kam. Na gut. Wenn sie meinen. Sir Eiserich. Nee. Mann, war der nicht eben schon? Schnell! Tempo! Danke. So. Ach, dafür war die Kiste da. Letztes Mal bin ich da einfach gegengesprungen und ja, nix war. Ups, okay. Vielleicht können wir da was anrichten hier in diesem schönen Raum. Ja, dieser Bomberich. Erstmal muss der weg. Okay. Gut. Was genau kann man hier denn machen? Man kann den Typen da oben abschießen mit den Pfeilen. Aber das bringt gar nichts. Schön. Da oben ist zumindest was. Schön hier. Aber nicht wirklich vorteilhaft für mich. Ah, gut, dann gehen wir mal wieder weg hier. Düsch. Und warum ist gerade hin und wieder mal zu LexCorp, weiß ich gerade gar nicht so genau. Okay, öffnen wir die Türe, öffnen mir die Türe. Da hinten ist definitiv nichts. Wenn hier Fackeln oder so wären, wird. Okay. Sich erledigt. Da könnten wir weiterkommen. Genau. So. So meinte ich das. Okay, hier kann man sonst ja nichts anstellen. Dann gehen wir hier mal durch die Tür. Öffnen. Und es führt zum Anfang zurück. Was sehr vom Vorteil sein kann, aber nicht muss. Komm her! Put! Ich will den jetzt besiegen, das ist mein Lebensziel. Mein Lebensziel ist, ihn zu kloppen, das ist sowas von viel. Und ich bin fertig. Jetzt. Oh, schön. Herzen. Öffnen. Echt ein. Nee, kann ich nicht treffen, oder? Ganz
bin ich ziemlich viel. Schade. Kann ich von hier aus? Nee, garantiert nicht. Oder? Ich probiere lieber studieren. Ich bin so ein schlechter Blindzocker von Zelda. Nee. Okay. Vergessen wir das. Ich habe nichts gemacht. Ich schneide es aber auch nicht raus. Weil rausschneiden ist scheiße. Okay. Okay, dieser Tempel wird noch eine Weile gehen. So wie das hier aussieht. Wirklich erfreut bin ich aber auch nicht darüber. So. Das ist hier dieser Raum mit den. Okay. Ich bin an den Geschiebe. Ich schiebe gerne Schieberätsel. So. Ja, ich hab halt rückgespult und dann hat sich das wohl resettet alles. Und ich sehe gleich, ich mache eine Partpause. Oder ich nehme 21 Minuten. Ist vielleicht auch für euch schön. Okay, so. Die Truhe habe ich noch nicht. Warum habe ich die Truhe noch nicht? Wahrscheinlich, weil ich da noch gar nicht ran konnte. Schnief. Truhe. Zack, Kompass. Mein Kompass. Oh. Oh, das ist cool, ein Schlüssel, damit können wir vorne weiter. Aber ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask wieder. Bis dann und immer schon weiter einschalten. Tschüss.